Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und Schorsch dürfen heute in einem besonderen Hüpflabyrinth spielen. Oh, wir haben es ein bisschen eilig. Also seid bitte so schnell, wie es geht. Tschüss, Mama! Und verirrt euch nicht. Im ersten Raum befindet sich eine große Hüpfburg. Oh. Hallo! Wir können hier nicht bleiben. Wir haben es nämlich eilig. Komm schon, Schorsch. Peppa hat den blauen Ausgang genommen. Aber Schorsch nimmt aus Versehen den roten Ausgang. Dieser Raum ist ein Hüpftunnel. Und Luzi Locke ist drin. Wow! Hallo, Luzi. Schorsch und ich müssen hier schnell durch, weil wir es eilig haben. Tschüss. Schorsch? In diesem Raum hüpft man besonders hoch. Hallo, Luisa. Ist das der Weg nach draußen? Wir haben es eilig. Ja, du musst da durch. Hui! Wir haben rausgefunden. Gut gemacht, Peppa. Aber wo ist Schorsch? Ich dachte, er wäre hinter mir. Hat er sich im Labyrinth verirrt? Verirrt? Wir müssen ihn finden. Schorsch hat sich nicht verirrt. Er hat nur einen Riesenspaß. Wisst ihr, wo Schorsch ist? Er ist da lang. Aber Mama Wutz kann nicht so gut hüpfen wie Peppa. Wir kommen, Schorsch. Kein Problem, Mama. Hinfallen macht genauso viel Spaß wie das Hüpfen. Da ist er. Wir kommen, Schorsch. Hurra! Wir haben dich gefunden. Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Nein. Schorsch will nicht nach Hause gehen. Ihm macht das Spielen im Hüpflabyrinth zu viel Spaß. Nun, dann müssen wir dich wohl fangen und mitnehmen. Peppa und Schorsch spielen wahnsinnig gern im Hüpflabyrinth. Hab dich! Ich werde dich nie wieder verlieren. Achtung, ich komme! Hui! Jetzt müssen wir wirklich los. Und Mama Wutz auch. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Gut gemacht, Edmund. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, Schorsch. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Gute Idee. Whee! Geschafft. Dank
Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Pepper und George sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Pepper. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen George und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Oh. Hier entlang. Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Pepper überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppers und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund. Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Papa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Man wird nass. Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui. Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama. Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Stopp! Oh,
Das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsene nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Tiefer kneten. Ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5 gegen 1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Tja, endlich bin ich trocken. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch! Fahren wir nochmal! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gemacht. Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh. Ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Dinosaurier!
Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Oh. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier. Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Reizen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je! Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee! Warte auf uns, Peppa. Whee! Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh, was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Oh. Whee! Du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Ein super Strike für einen super Bowler. Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Oh. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Yeah. Oh ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh! Du meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh nein! Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Oh. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber
Ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Lucy Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück. Seht genau hin. Lucy Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Superbowler. Lucy Locke hat einen Superstrike geschafft. Lucy Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen. Fertig. Dann geht es Ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Wee! 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 Ja! Ja! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Yeah. Und das. Yeah. Und natürlich das. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Rolle. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Ja. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze.
Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käseschokoladentafel. Piep, yum, yum. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Hurra! Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein, mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück, denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Herzlich willkommen in unserer Eisdiele. Heute ist es sehr heiß. Daher tun Peppa und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplit, bitte. Hurra! Was genau ist ein Bananensplit, Oma? Es ist eine Nachspeise. Zuerst schneiden wir eine Banane in zwei Hälften. Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht! Zermatsch nicht die Banane. Und Peppa gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Ups. Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplit, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Knickerbocker Glory. Ein Nicanori? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst, Meringe und Sahne. Peppa und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Und jetzt könnt ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet ihr zwei denn gerne? Ein Regenbogeneis. Regenbogen. Peppa und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere, braun für Schokolade, gelb für Banane. Nene. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Peppa und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfütze und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch Vanille. Mein Lieblingseis.
Peppa und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanilleeis haben sie immer noch am liebsten. Hurra! Oh. Aha, da ist einer. Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Oh, wir steigen schon mal aus. Ich pack schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Karaoke. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Wuhi! Was ist das, George? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! George liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? Schorsch gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, Schorsch? Nein! Oh, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mimmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Ui! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Wer ist bereit für einen Abenteuerausflug ans Meer? Hurra! Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Oh, Jemine, ich habe wohl vergessen, das Auto aufzutanken. Kein Problem. Dann fahren wir mit dem Zug zum Strand. Hurra! Peppa und ihre Familie nehmen einen Zug zum Strand. Oh, Fahrkarten bitte. Wir fahren heute zur Küste. Und Mama hat das Auto nicht aufgetankt. Wie aufregend. Ich liebe es an der Küste. Ich denke, es ist Zeit fürs Mittagessen. Peppa, suchen wir den Speisewagen. Ja! Papa Wutz und Peppa gehen durch die Waggons zum Speisewagen. Es ist sehr wackelig. Oh, dieser Waggon muss für Passagiere sein, die schlafen wollen. Wir müssen ganz leise sein. Dieser Waggon muss für Personen sein, die im Zug spielen wollen. Wow! Hallo Klausi! Hallo Gerald! Das hier muss der Kinowagen sein. Verzeihung, Verzeihung. Peppa und Papa Wutz haben den Speisewagen gefunden. Oh. Dieser Waggon muss für Personen sein, die unterwegs essen wollen.
Ist das dein Magen, der knurrt, Papa? Der Zug hat leider eine Panne. Oh je, Mini, dann müssen wir den Bus nehmen. Peppas Familie wartet jetzt auf den Bus, der sie zum Strand bringen soll. Alle einsteigen! Nächster Halt ist der Strand. Hurra! Der Bus hat eine Panne. Oh. Es hat wohl wieder jemand vergessen aufzutanken. Wie sollen wir es jetzt zum Strand schaffen? Na ja, wir gehen zu Fuß. Der Strand ist gleich den Hügel runter. Das war die tollste Reise zum Strand überhaupt. Ich bin schon gespannt, wie wir später wieder nach Hause kommen. Peppa und ihre Familie besuchen den Botanischen Garten. Oh. Die da ist hoch. Oh. Die riechen herrlich. Oh. Oh, und dieses Blatt da ist auf Papas Kopf. Versucht euch am neuen kniffligen Heckenlabyrinth. Eintritt auf eigene Gefahr. Was ist das, Frau Mümmel? Das ist ein sehr kniffliges Heckenlabyrinth. Es ist ein langer Parcours mit vielen Ecken und Abzweigungen. Das Ziel ist der große Brunnen in der Mitte. Peppa und Schorsch sind begeistert vom neuen kniffligen Labyrinth. Ich bin Experte, was Labyrinthe angeht. Ich verlaufe mich so gut wie nie. Viel Glück! Auf geht's! Hurra! Peppa und ihre Familie winden sich durch das Labyrinth. Es ist voller Kurven. Das Labyrinth macht allen großen Spaß. Oh, hier geht es nicht weiter. Oh je. Gehen wir zurück und versuchen es anders, Papa Wutz. Oh. Papa Wutz? Ich bin hier drüben, Mama Wutz. Schorsch und ich sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Wollen wir uns beim Brunnen in der Mitte treffen? Gute Idee. Wer schneller ist. Guck, Mama. Noch mehr hohe Blumen und tiefe Blumen. Peppa und Mama Wutz haben viel Spaß im Labyrinth. Aber Papa und Schorsch haben sich verlaufen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schaffen es. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Oh, hallo, Schorsch. Oh. Der Brunnen ist da drüben. Bei den großen Blumen mit den Blättern. Hurra! Na dann los! Jetzt haben alle die Mitte des Labyrinths erreicht. Hurra! Gut gemacht! Den ersten Teil des Labyrinths habt ihr sehr schnell bewältigt. Was ist der zweite Teil? Jetzt müsst ihr wieder nach draußen finden. Peppa und ihrer Familie hat das knifflige Heckenlabyrinth viel Spaß gemacht. Und den Ausgang zu finden, wird ihnen genauso viel Spaß machen. Peppa und ihre Familie sind in den Supermarkt gegangen, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Mit diesem speziellen Gerät können sie die Lebensmittel während des Einkaufs scannen. Wir haben Kartoffeln, Milch, Brot. Oh, Achtung, Peppa! Oh. Und Bohnen. Tut mir leid, Herr Bulle. Der Supermarkt schließt in 2 Minuten. Bitte begeben Sie sich zur Kasse. Wir müssen uns beeilen. Dieser Einkaufswagen hat ein mega wackeliges Rad, Mama. Nimm den hier, Peppa. Der ist weniger wackelig. Aber das Gewackel macht doch Riesenspaß. Wackeln, wackeln.
Denn du meinst? Aber ich wette, meiner ist schneller. Machen wir ein Rennen. Oh, oh wirklich? Eins, zwei, drei, los! Schon ist sie fort. Warte auf uns! Jetzt brauchen wir Cornflakes. Schnell, Schorsch! Erledigt! Peppa und Schorsch gehen in Führung. Und was jetzt, Papa? Oh, Käse. Hab ihn! Piep! Oh! Jetzt Pasta! Trauben! Piep! Tiefkühlerbsen! Hier, bitte sehr! Piep! Und als letztes fehlt uns nur noch Toilettenpapier. Oh. Hm. Das Toilettenpapier befindet sich ganz am anderen Ende des Supermarkts. Hallo, liebe Kunden! Der Supermarkt schließt in wenigen Augenblicken. Jetzt aber schnell! Pass auf! Wir laufen zu schnell! Peppas Familie hat das Toilettenpapier gefunden. Sogar richtig viel Toilettenpapier. Na gut, Leute, der Laden hat jetzt definitiv geschlossen, sobald das ganze Toilettenpapier bezahlt wurde. Peppa und ihre Familie lieben es, im Supermarkt einzukaufen. Insbesondere Toilettenpapier. Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, Schorsch, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! Schorsch hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Schorschs Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich! Oh. Dinosaurier! Keine Sorge, Schorsch. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran. Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Oh. Bitte. Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Oh. Schraubenzieher? Ah, danke, Schorsch. Oh. Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei!
Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch. Wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Hallo, hi. Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Wow. Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! 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 Ihr habt mich gefunden! Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Merci. Und ihr zwei kriegt auch einen. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo Luzi,
Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa! Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich. Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh, und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch, vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh, nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter! Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte! Hallo, liebe Kunden! Hallo, Einkaufsroboter! Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich! Tasche!
Ja, Schorsch. Mamas Handtasche ist eine Tasche. Diese Tasche ist die falsche Tasche. Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen. Diese Tasche ist die richtige Tasche. Ja. Bitte Artikel einscannen. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Oh, Piep? Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! Oh. So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ah, Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Oh, und wie ist es jetzt? Artikel ist so schwer. Fehler, 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 das Fehler. Doch nicht. Fehler, jetzt Fehler. Aber. Und wie ist es jetzt? Fehler. Und jetzt? Fehler. Fehler. Und jetzt? Fehler. 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 Drückt auf den Knopf an der Seite. Fehler. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist so viele Fehler. Einkaufsroboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Peppa und Shaw spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... Shaw, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, Shaw? Polizeiauto... Ist schon gut. Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Aha! Ein Abenteuer! Peppa und Schorsch tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Peppa und Schorsch suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Puh, finde ich auch. Lass uns was trinken. Zum Glück ist der Schlauch voll gefüllt mit Orangensaft. Peppa und Schorsch lieben Orangensaft. Komm jetzt. Wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie... Polizeiauto. Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja. Ja. Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, Schorsch? Du bist ja jetzt ein Riese. Peppa und Schorsch haben das Polizeiauto gefunden. Nina,
wo der Bagger ist, Schorsch? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Vier Karten, bitte. Viermal Popcorn, bitte. Vier Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je, Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch, ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht? Gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh! Wirklich! Wusch! Oh. Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh! Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel.
Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Pippa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Pepper und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Pepper lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Tü-ta-ta-ta. Pepper und Luzi spielen Polizistinnen. Tü-ta-ta. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Tü-ta-ta. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Pepper und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkühli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha, lila. Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaube nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Pepper und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Pepper und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Pepper und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli. Oh. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Danke für eure Hilfe, Pepper und Luzi. Ich denke, ihr zwei werdet sehr gute Polizistinnen. Pepper und ihre Freunde sind heute im Park. Sie wollen sich gleich in einem Rollerrennen messen. Wer zuerst beim Baum ist, hat gewonnen. Achtung, fertig, los! Ich habe ein Rad verloren. Oh je, Mine. Oh, Entschuldigung, Herr Bulle. Wissen Sie, wie man einen Roller repariert? Oh ja, ich weiß wie. Ich weiß nämlich ganz viel über Roller. Herr Bulle weiß nicht viel über Roller.
Ha, da stimmt was nicht. Keine Sorge, ich kenne mich mit Rollern sehr gut aus. Papa weiß wirklich ganz viel über Roller. Tada! Oh, prima. Wollen Sie bei unserem Rollerrennen mitmachen, Herr Bulle? Ehrlich gesagt bin ich noch nie mit einem Roller gefahren. Deswegen weiß ich auch so wenig über Roller. Aber es macht Spaß. Ja, man kann damit richtig schnell fahren. Und es ist viel besser als zu Fuß gehen. Meine Güte, das klingt ja wirklich nach einem Riesenspaß. Wir zeigen's Ihnen. Stellen Sie einfach einen Fuß auf den Roller und stoßen Sie sich ab. Genau so. Sieht ganz einfach aus. Oh. Wow, wow, wow. Oh. Vergessen Sie nicht, sich abzustoßen, Herr Bulle. Hey, seht alle her, ich fahre Roller. Juhu. Versuchen Sie jetzt, mit der Lenkstange zu lenken. Meinst du etwa so? Juhu! Ja! Yay! Oh nein! Herr Bulle weiß nicht, wie man bremst. Sag mir, wie man bremst! Sie müssen dafür die Bremsen benutzen, Herr Bulle! Bremse? Das hier? Oh Mann, was ein Spaß. Fahren wir noch mal den Hügel runter. Ja! Rollerfahren macht viel mehr Spaß, als zu Fuß zu gehen. Juhu! 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 Peppa und Herr Bulle sind müde vom Bergauffahren. Bergauf zu fahren ist anstrengender als hinunterzufahren. Ich fahre jetzt besser wieder hinunter. Gute Idee! Juhu. Herr Bulle fährt liebend gern Roller. Jeder fährt gern Roller. Peppa spielt heute mit ihrem Bauklötz. Ups! Vorsicht, George! Hier steht eine ganz kleine Stadt und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, George? George freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Oh. Hallo, ich bin Riesen-Peppa. Ein Riese? Zwei Riesen! Peppa und Shaw stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo Vögel! Hallo Wolken! Hallo allerseits! Unser Ball klemmt fest und zwar in diesem hohen Baum da. Wir können euch damit helfen. Wir sind riesengroße Riesen. Upsi! Vorsicht, George! Hier, bitte, Luzi! Hurra! Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, wee! 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 Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und George sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesen-Peppa und Riesen-George. Stopp! Ich meine, los!
Hungrig. Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesenpepper und Riesenschorsch. Essenszeit! Hurra! Daher müssen sie wohl oder übel richtige Nahrung essen. Vorsicht, Schorsch! Hurra! Pepper und ihre Freunde sind im Kino. Sie haben sich gerade den Film Gemüse im Weltall 2 angesehen. Keine Sorge, Pedro. Ich werde dich retten. Weil allen der Film so gut gefallen hat, spielen sie ihn jetzt nach. Wollt ihr zu mir nach Hause kommen und dort Gemüse im Weltall spielen? Ja, bitte. Allen macht es Spaß, sich für das Spiel zu verkleiden. Pedro Pony ist ein Astronaut. Luzi Locke ist ein Roboter. Gerald Giraffe ist ein Außerirdischer. Und Pepper ist eine Weltraumheldin. Gehen wir nach draußen und spielen, dass wir auf dem Mond sind. Hurra! Alle mir nach! Piu, piu! Pepper und ihre Freunde stellen sich vor, dass sie auf dem Mond sind. Genauso wie in dem Film. Allen macht es großen Spaß, so zu tun, als würden sie auf dem Mond schweben. Oh, gute Idee, Gerald. Benutzen wir die Raketenautos und fahren damit herum. Oh je, es sind nicht genug Raketenautos für alle da. Willst du in meinem Auto mitfahren, Luzi? Luzi tut so, als wären ihre Stiefel Raketenstiefel. Jetzt können alle auf lustige Weise den Mond erkunden. Piep, piep, hurra! Ja! Juhu! Juhu! Wonach suchen wir eigentlich auf dem Mond? Piep! Das Einzige, das es auf dem Mond gibt, ist der Mond. Piep. Der Mond besteht aus Käse. Vielleicht finden wir hier Käse fürs Mittagessen. Natürlich. Was ist das? Ist es ein Mondmonster? Nein, Pepper. Ich bin... Dein Papa. Und ich bringe euch allen ein paar Käsebrote zum Mittagessen. Alle lieben es so zu tun, als wären sie auf dem Mond. Aber das Mittagessen lieben alle noch mehr. Peppa und Schorsch helfen heute Papa Butz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Pepper. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag tschüss. Tschüss. Jetzt macht Pepper Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera. Viel Spaß. Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig, also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz' Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Pepper und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag tschüss. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Oh, 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 oh.
Peppa, Schorsch und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Wutz möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Oh. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Weg zur Schaukel auf dem Spielplatz. Stopp! Oh. Gibt es ein Problem, Herr Bulle? Ich repariere gerade die Schaukel, Papa Wutz. So, jetzt kann sie wieder absolut sicher benutzt werden. Peppa liebt es, auf der Schaukel zu spielen. Wollen Sie mit mir schaukeln, Herr Bulle? Oh. Es macht Spaß. Ich? Warum nicht? Immerhin ist sie ja jetzt repariert. Wie, uff. Wow, das war lustig. Wie kommst du jetzt wieder runter? Wenn Sie nach oben gehen, dann kommt Peppa wieder runter. Oh, etwa so? Oh. Herr Bulle steckt am unteren Ende der Schaukel fest. Herr Bulle ist ein Erwachsener und Peppa ist klein. So geht die Schaukel nicht rauf und runter. Es braucht etwas Schweres auf Peppas Seite. Verflixt, woher weißt du das? Ich bin ein Schlauberger. Oh. Alles klar. Peppas Rucksack wird sie schwerer machen. Ho, ho, ho. Wir sind im Himmel bei den Wolken. Herr Bulle steckt immer noch am unteren Ende der Schaukel fest. Ich schätze, es macht auch Spaß, unten zu sein. Hier hat man einen tollen Blick auf das Gras. Es muss ein zweiter Erwachsener mit Herrn Bulle spielen. Miau. Ich frage mich, wo wir noch einen Erwachsenen finden können. Du bist erwachsen, Papa. Oh ja, das bin ich. Ich werde mit Herrn Bulle spielen. Yay! Wow! Papa Wutz und Herr Bulle sind beide erwachsen. Deshalb ist die Schaukel jetzt im Gleichgewicht und geht rauf und runter. Stopp! Macht es Ihnen denn keinen Spaß, Herr Bulle? Mir macht es einen Riesenspaß. Ich will nur die Aussicht genießen. Okidoki, weiter geht's. Hoch bis zum Himmel. Hallo Sonne. Hallo Gras. Hallo Wolken. Hallo Peppa. Ja. Vorsicht. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups. Tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen.
Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen! Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen! Wer von euch will hinunterrutschen? Ich! Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los! Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Penda. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist... Entschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Oh, etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich, ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Oh nein! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher! Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Puh,
Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Dinosaurier. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Woods Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Oh, es steckt wieder fest. Böse Ananas. Dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh nein! Mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh. Oh, wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Dankeschön.
gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, vorne zu putzen und an den Seiten, oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticker. Ziemlich cool, oder Peppa? Papa, Schorsch braucht neue Schuhe, nicht du. Oh, ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Wir brauchen neue Schuhe für Schorsch. Schorschs Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für Schorsch das perfekte Paar. Hurra! Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja klar, weil Schorsch ist ein Baby. Oh. Nein. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, Schorsch? Schuhe. Das hier sind Bowling-Schuhe. Schorsch geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowling-Schuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, Schorsch? Schuhe, Schuhe. Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. Die sind wahnsinnig laut. Wie bitte? Schorsch liebt es, großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut. Schuhe. Das sind Clownschuhe. Schorsch liebt Clownschuhe. Die sind zu groß. Und Schorsch ist ja sehr klein. Schorsch probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel. Sandalen. Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe, Dinosaurier. Das sind Pantoffel, Schorsch. Das sind keine Schuhe. Schuhe! Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe! Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen die hier, Frau Mümmel. Frau Mümmel? Ich bin hier drunter! Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Ups, tut mir sehr leid. Peppa und Mama Wutz gehen heute in Frau Mümmels Yogakurs. Namaste allerseits. Oh. Statt Hallo sagt man in einer Yogastunde Namaste. Zieht bitte die Schuhe aus und geht zu den Matten. Weiß jemand schon, was Yoga ist? Ist Yoga, wenn man auf einem Bein steht? Oder wenn man sich auf lustige Art beugt? Fast richtig.
Yoga ist ein Training, das Spaß macht und dadurch seid ihr Zen. Oh. Zen heißt entspannt. Oh, wir wären gerne Zen. Bitte. Fangen wir mit einer Atemübung an. Schließt eure Augen und atmet langsam durch die Nase ein. Eins, zwei, drei. Und atmet durch den Mund aus. Eins, zwei, drei. Alle finden die Atemübung sehr entspannend. Aber die Rüssel von Emily und ihrer Mutter machen beim Ausatmen Pfeifgeräusche. Jetzt machen wir eine Dehnübung. Streckt die Arme hoch, so weit es geht. Jetzt bückt euch und berührt eure Zehen. Peppa, Klausi und Emily fällt das Dehnen sehr leicht. Aber die Erwachsenen tun sich damit schwerer. Sie sind ja ein Yoga-Experte, Herr Bulle. Ich übe es auch ganz oft. Und entspannt euch. Legt euch jetzt alle auf den Bauch und hebt euren Oberkörper an. Diese Yoga-Position wird Cobra genannt. Ist es so richtig? Das ist perfekt. Aber das Geräusch kannst du weglassen. Jetzt legt ihr eure Hände und Füße auf den Boden und streckt eure Hüfte nach oben, so weit es geht. Genau so. Das nennt man den herabschauenden Hund. Das ist perfekt, Klausi. Du bist ein Naturtalent. Zum Abschluss stellt ihr euch alle gerade hin, legt eure Hände zusammen und berührt mit einem Bein das andere. Diese Pose heißt der Baum. Peppa liebt alle Positionen. Aber es ist schwer, das Gleichgewicht zu halten. Tut mir leid, Frau Mümmel. Mein Baum war etwas wackelig. Du musst dich nicht entschuldigen, Peppa. Beim Yoga geht es ja um Entspannung und Zen. Und nichts entspannt mehr als ein bisschen zu lachen. Peppa findet die Yogastunde toll. Aber noch mehr gefällt es ihr zu lachen. Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch, dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Peppa genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau. Hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Peppa? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf, hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein.
Und jetzt macht Lärm! Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausys Regeln zu befolgen. Leise! Laut! Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier! Hurra! König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April! Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken, nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Oh. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. Oh. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Mm-hmm.
Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab. Oh, Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben Rot. Dazu. Orange. Gelb. Grün. Blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen. Alles klar, keine Autos. Gehen wir. Jetzt ist es sicher. Oh, hallo Papa. Hallo Peppa. Hallo Spielgruppe. Hallo Papa Bus. Oh, es ist grün. Na dann, bis später, Peppa. Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein, nein, nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta, ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay. Tschüss, Peppa. Au. Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts. Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg.
Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit. Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yay! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Quack, 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 quack. Das Kreuzfahrtschiff hat für einen Tag auf einer Insel angelegt. Daher können Peppa und Oma Wood surfen gehen. Aber es gibt keine Wellen. Wo sind die ganzen Wellen hin? Das Meer ist heute wohl zu ruhig, um surfen zu können, Peppa. Du kannst Schorsch und mir dabei helfen, Muscheln zu sammeln, wenn du willst. Funkeln! Oh, hallo, alle eins! Wenn du willst, kannst du mit diesem Tretboot fahren, Peppa. Peppa freut sich darauf, das Tretboot auszuprobieren. Ja, bitte. Und Oma Wutz und ich fahren zusammen Jetski. Aber Oma Wutz macht sich Sorgen wegen Frau Lümmels Jetski. Peppa und Oma Wutz haben sich aus Sicherheitsgründen Schwimmwesten und Helme angezogen. Jetzt können sie unbesorgt auf dem Meer fahren. Peppas Tretboot fährt los, wenn man in die Pedale tritt. Sehr gut, Peppa. Wenn du in die Pedale trittst, bewegt sich das Boot vorwärts. Geht es etwas langsamer? Wartet auf mich! Oh, hast du auch bunte Muscheln gefunden, Schorsch? Oh, die hier ist perfekt. Wundervoll! Schorsch findet massenweise Muscheln im Sand. Wie wär's denn, wenn wir mit den Muscheln eine Abbildung machen? Peppa hat auf dem Wasser einen Riesenspaß. Schau, Mama. Ich dreh mich hier im Kreis. Doch Oma Wutz sieht ziemlich seekrank aus. Schorsch hat mit den Muscheln einen Dinosaurier abgebildet. Oh, Dinosaurier! Sehr clever!
Da fehlt nur noch eine besondere Muschel für das Auge. Okay. Gut gemacht, Schorsch. Frau Mümmels Welle hat Schorschs Muscheln zurück ins Meer gespült. Hallo, Schorsch. Hallo, Opa. Oh je. Aber schau, deine besonders funkelnde Muschel ist noch da. Funkel! Wow, mir gefällt dein Dinosaurier-Sandbild, Schorsch. Schorschs Muscheln haben im Sand Dinosaurierabdrücke hinterlassen. Dinosaurier! Peppa hat Riesenspaß am Strand. Jeder hat Riesenspaß am Strand.